Guten Morgen aus Behrensdorf auf dem Campingplatz Waldesruh. Wir haben jetzt schon kurz nach 8. Heike hat schon Kaffee gemacht. Die macht jetzt noch schnell Frühstück. Und na, gucken wir mal, was der Tag alles so bringt. Wir haben hier Sonne pur. Ich habe heute vor, Richtung Insel Fehmarn zu fahren. Ob ich die jetzt umrunden werde, das weiß ich noch nicht, weil ich hatte mal so ein Video gesehen von Rainer Dornburg, der war da auch auf der Insel Fehmarn und der hat hier für einen Campingplatz, ich glaube, 26 oder 28 Euro gezahlt und das ist mal ein bisschen zu teuer, also das sehe ich nicht ein. Und deshalb werde ich vielleicht den Campingplatz vor der Insel Fehmarn nehmen, werde mein Zelt aufstellen und das Zelt dann stehen lassen und morgen dann die Insel Fehmarn umrunden. Aber ich werde es kurzfristig entscheiden. Mal schauen, wie es jetzt so läuft. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Auf der Karte sieht es so aus. Ich bin jetzt genau hier. Muss dann so rüber Richtung Oldenburg. Muss man die Karte einmal drehen. So, und hier geht es zur Insel Fehmarn. Und ich habe hier mal einen Camping. Hier ist ein Campingplatz, dass ich hier mein Zelt aufstelle und morgen, wie gesagt, dann die Insel umrunde und wieder hier lande. Aber ich entscheide mich, wenn ich kurz vor der Insel bin. Wir haben jetzt schon kurz vor 10, es war jetzt ein langes Frühstück mit der Heike und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Insel Fehmarn und die nächstgrößere Stadt ist jetzt Oldenburg. Na dann. Beim Frühstück hat noch die Sonne runtergebrannt. Ich habe mir gedacht, das wird ein richtig heißer Tag. Jetzt hat es ziemlich zugemacht, es soll aber trocken bleiben. Aber ich habe mir jetzt auch mal meine Armlinge angezogen, weil es ist doch noch ganz schön frisch. Bei der Gelegenheit kann ich euch gleich mal meine Beinlinge zeigen vom Sonnenbrand. Das sieht doch richtig sexy aus, wa? Ich fühle mich gleich wieder richtig wohl, auf dem Radweg hier in Bewegung zu sein. Es macht riesen Spaß. Ich freue mich auf die Insel Fehmarn. Ja, da liegen jetzt noch gute 50 Kilometer vor mir. Ich habe gerade Oldenburg erreicht,
und ich hoffe, dass hier die Beschilderung besser ist, wie sie in Kiel war. Ansonsten muss ich mich wieder voll aufs Navi konzentrieren. Ah, ich habe mich doch verfahren, aber Oldenburg ist nicht schuld. Das war mein Fehler. Es ging nach links und ich bin nach rechts gefahren. Keine Ahnung wieso. Jetzt sind es noch. Das nächste Ziel ist Heiligenhafen, 14,5 Kilometer. Und da geht es nach rechts. Aus Oldenburg bin ich jetzt gut rausgekommen. Aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwo ein Bänkchen finde. Und mich ein bisschen ausruhen, weil ich hatte letzte Woche eine kleine Grippe. Ich merke es immer noch. Und ich muss mal ein bisschen was Warmes anziehen. Es ist ziemlich frisch. Und dann werde ich mir mal einen Tee machen, dass ich hier wieder fit wäre. Gut, dass heute nur 70 Kilometer zum Fahren sind. Ja, ich freue mich richtig auf den Tee. Ich merke, ich habe so ein richtiges Kratzen im Hals. Ja, wird noch ungefähr 5 Minuten dauern. Bis mein Teewasser kocht, zeige ich euch mal, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin jetzt gerade hier in Neutischendorf. Und das nächste Ziel ist dann Heiligenhafen. Ja, dann lasse ich mein Tee jetzt noch ein bisschen ziehen. Das ist übrigens ein Sweet Kiss. Und das war eben Candyzucker, was er gekrackert hat in der Tasse. Oh, noch heiß. Schmeckt sehr gut. Ist hier mit Geschmack Kirsch, Erdbeere. Der Tee, der hat jetzt richtig gut getan. Und es sind noch genau 10 Kilometer bis Heiligenhafen. Ich habe Heiligenhafen passiert und hinter mir sieht man schon die Fehmarnbrücke. Ich hoffe, ihr seht sie. Ich zoome mal ein bisschen her. Jetzt habe ich wieder eine schöne große Extra-Runde gedreht. An der Kreuzung war ein Unfall. Und da konnte ich nicht durch, die Polizei hat gesagt, ich muss hier umdrehen. Und bin irgendwie total falsch gekommen. Jetzt habe ich jemand gefragt, jetzt muss ich noch ein Stück zurückfahren und dann bin ich wieder auf dem Highway Richtung Fehmarn. Ja, Campingplatz ist jetzt gleich erreicht, noch 3 Kilometer. Oh, ich habe einen rausgesucht, das ist ein FKK. Campingplatz. Aber keine Angst, ich werde nicht nackt kochen und dabei filmen. Das kann ich euch nicht antun. Ich bleib angezogen.
da drüben rechts, das müsste der Campingplatz sein. Ich bin auf dem Campingplatz angekommen. Ein Traum, sage ich euch. Ich habe alles gleich in der Nähe. Ihr seht, hier ist mein Zelt. Jetzt kommt so ein kleines Häuschen. So, da kann ich mich heute Abend hinsetzen und kochen. Hier draußen kann ich spülen. Klopf, klopf. Hier so eine kleine Zeltküche. Gefrierschrank. Hier sind zwei Kühlschränke. Da kann man sich auch reinsetzen, wenn schlechtes Wetter ist. Hier ist noch eine Kaffeemaschine. Das ist ganz laut, der mäht gerade Rasen hier. Und hier sind die Toiletten. Also das war doch ein Glücksgriff hier. Hier habe ich nur Wasser. Ja, und das ist normal die Zeltwiese. Aber ich bin der Einzige mit dem Zelt. Darum haben sie gesagt, ich soll da hingehen. So habe ich alles in der Nähe. Ist doch perfekt hier. Ja, aber ich muss jetzt erstmal einkaufen fahren. Das ist in Grube, das sind ungefähr 3 Kilometer. Da fahre ich jetzt mit dem Rad nochmal hin. Soll Netto sein und ja, da will ich mal gucken, was ich alles so einkaufe und heute Abend alles verzaubere. Wir sehen uns. Bis gleich. Oh, was ich gerade gesehen habe, ich habe hier Mitbewohner. Guckt mal. Na, grüß dich. Na, dich gibt's nicht zum Essen heute Abend, nee. Mach ich das süß. Ich war eben noch einkaufen. Das war so ein Tante-Emma-Laden, aber die haben alles gehabt, was ich braucht habe und noch viel mehr. Haben noch einiges mitgenommen. Heute gibt's Kasnudeln, auf Deutsch Käsenudeln. Ich habe mir einen Reibekäse gekauft, Nudeln. Und dazu werde ich mir einen Tomatensalat mit Feta-Käse machen. Und ja, Tüte Chips habe ich mir noch gekauft. Ja, für den Abend auszuklingen lassen. Aber jetzt heißt es erst einmal, Prost, das erste Bierchen heute. Ein Warsteiner. Zum Wohl. Perfekt. Ich fühle mich richtig wohl hier. Ich war schon an vielen Campingplätzen, aber das ist wirklich das Schönste. Es ist alles hier, alles in der Nähe. Die Leute sind hier nett. WLAN gibt es auch, weil ich gerade nach vorne. Kann ich nachher mal meine Internetsachen alles mal in Ruhe mal schauen, ohne aufs Datenvolumen schauen zu müssen. Ja, ich chill jetzt noch ein bisschen und dann fange ich an zu kochen mit den Kasnudeln. Bis gleich. Wir haben jetzt 6:30 und ich lege jetzt los beim Kochen. Ich fange mit meinem Tomatensalat mal an.
So, jetzt noch ein bisschen Röstzwiebeln drauf. Und fertig ist mein Essen. Jo, dann guten Appetit. Top. Soll ich euch was sagen? Ich kann nicht mehr aufstehen. Eckplatz gleich. Ich habe alles aufgegessen. Es war wie immer zu viel. Ich weiß, ich koche immer zu viel. Aber ich kann nicht mehr aufstehen. Aber es war wirklich super lecker. Ich habe mich selbst übertroffen. Also, à la bonne heure. Ja, jetzt heißt es dann erst einmal hier das ganze Zeug alles wieder aufräumen, abspülen, einräumen und dann lasse ich den Abend noch gemütlich ausklingen. Ich gucke noch an die See vor und ach, dann nehme ich einfach mit. Na, aber wie gesagt, ich muss erstmal sitzen bleiben, ich kann nicht aufstehen. Bis gleich. Sauber machen hier, wie jeden Tag, aber so ein Service hier mit der Zeltküche hier ist natürlich ein Traum. Jetzt ist es ganz schön frisch geworden, darum habe ich jetzt die Fließjacke angezogen und ich gehe jetzt noch ein bisschen spazieren und dann nehme ich euch einfach ein bisschen mit und zeige euch noch ein bisschen was vom Campingplatz. Also ich muss sagen, also ich will keine Werbung machen, aber dieser Campingplatz hat alle 5 Sterne verdient. Der ist wirklich top. Also wenn jemand mal hier den Weg fahren sollte und einen Campingplatz, der muss hierher kommen, der ist zufrieden. Ich bin es. Ja, wie schon gesagt, mein Zelt lasse ich ja stehen, morgen früh, wenn ich aufstehe, umquere dann die Insel Fehmarn und komme dann am Abend wieder zurück. Das sind ungefähr 110 Kilometer. Ja, ich muss jetzt wieder 10 Kilometer bis Fehmarn fahren, aber das war es mir wert. Ich habe im Internet von dem Campingplatz gelesen und deshalb habe ich mir den ausgesucht. Und die Google-Bewertungen, die stimmen alle. Und von mir gibt es auch noch eine super Google-Bewertung für den Campingplatz. Oder hier seht ihr nochmal das Schild, wo ich bin. Es ist einfach geil hier zu sein. Oh, die Brise hier, einfach nur herrlich. Gut, ich sag dann jetzt schon mal Tschüss. Morgen bin ich reif für die Insel Fehmarn und ich hoffe, ihr fahrt mit. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns dann im Teil 4, wenn es heißt Umrundung Fehmarn. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao. We'll be right back.
Thank you.